Ja, meine Erfahrungen mit Bitpanda und drei Warnungen an Affiliate-Partner von Bitpanda, damit du wirklich den maximalen Verdienst rausholen kannst. Es sind wirklich drei Warnungen mit Erfahrungen, die dir weiterhelfen werden. Kurz zu mir: Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung im Affiliate-Marketing, im Network-Marketing und hatte bereits im siebten Monat nach Start einen Monatsumsatz von 213.000 Euro. Ja, wie habe ich das gemacht? Unten findest du ein Training, das lautet in 30 Tagen 110 Vertriebspartner, und das hilft dir definitiv auch für dein Bitpanda-Geschäft. Also, die erste Erfahrung zu Bitpanda ist es, das Triggerwort Bitcoin nicht zu verwenden. Also, wir haben ja in den letzten Monaten eine Entwicklung auf Facebook und überhaupt auf allen Social Media Plattformen, dass das Wort Bitcoin zu einem Reizwort geworden ist. Also, ich meine jetzt nicht bei den Interessenten, dass sie sagen, okay, Bitcoin damit will ich nichts zu tun haben, weil ich denke, die Menschen sind so offen wie noch nie für Bitcoins. Auch ich habe früher gesagt, Bitcoin würde ich nie tun, und ich finde es genial, muss ich sagen. Was ich damit meine, ist aber, wenn man das Wort Bitcoin auf Facebook erwähnt, das heißt, wenn du ein Posting machst als Bitpanda Affiliate Partner, dann wird dieses Posting nicht ausgespielt. Was bedeutet das? Du hast zum Beispiel auf deinem privaten Profil jetzt ein Posting und sagst, hey, da ist das Bitcoin Chart oder wenn es auch Bitpanda, dann zeigt Facebook dieses Posting deinen Freunden nicht an. Das gleiche ist in der Gruppe, das gleiche ist auf einer Fanpage. Das heißt, weil dieses Wort Bitcoin ein Reizwort ist, ein Triggerwort, das im Algorithmus gespeichert ist, und damit hast du keinen Erfolg. Das heißt, du musst das, also ich warne dich davor, das zu verwenden, weil du keinen Erfolg hast. Das heißt, du musst es ein bisschen umschiffen und du musst viel mehr über die Vorteile sprechen. Das heißt, über was du sprechen kannst, ist, wie man online richtig Geld investiert und diese Dinge. Das heißt, ich würde dir hier den 3 von 10 Tipp empfehlen. Also, du gibst drei Tipps zum Thema, wie man online investieren kann oder was du für dich selbst entdeckt hast. Gibst drei wertvolle Tipps, drei, ja, und hast dann sieben weitere, wo du sagst, am Schluss, ich habe noch sieben weitere Tipps, schick mir eine Nachricht oder mach dieses oder mach jenes. Wichtig ist, es gibt auch andere Triggerwörter wie kaufen, Gutschein und so weiter. Auch das Wort Bitpanda fällt unter das sogenannte Wortmarken-Update. Was ist das? Es kam eigentlich durch TikTok, indem Menschen TikTok-Videos auf Instagram hochgeladen haben. Na gut, wir sprechen ja von Facebook, was hat das mit Insta zu tun? Der Facebook-Konzern, dazu gehört Instagram. Und jetzt hat der Chef von Instagram, Adam Mosseri, gesagt, wir wollen keine Wortmarken in Videos. Das heißt, sie wollen eigentlich verhindern, dass die TikTok-Videos als Instagram-Reel, als Kurzvideo hochgeladen werden. Das hat aber Auswirkungen für Facebook. Das heißt, wenn wir Marken verwenden, zum Beispiel auch ich bin ja Trainer, der spezialisiert ist auf Facebook, wenn ich ein Posting mache und das Wort Facebook erwähne, habe ich viel weniger Reichweite. Das heißt, ich würde dir empfehlen, Bitpanda, Bitcoin auf jeden Fall wegzulassen. Die zweite Erfahrung für dich als Bitpanda Affiliate oder vielmehr auch eine Warnung: Du weißt ja, beim Bitpanda Affiliate Programm müssen die Referrals außerhalb von Deutschland sein. Das einfach eine gesetzliche Sache. Und jetzt machen da, möchte ich einfach warnen, jetzt machen manche einen Fehler und sagen, na gut, ich kann das Bitpanda Affiliate Programm nicht richtig machen, weil ich muss ja dann irgendwie Englisch lernen, Italienisch, Spanisch. Ich muss dir eines sagen, es gibt ganz, ganz viele deutschsprachige Menschen, die in Dubai wohnen, die in England wohnen, in Spanien, in Italien. Also ich würde dir empfehlen, weiterhin auf die deutsche Sprache zu setzen, allerdings diese Menschen anzuziehen. Na? Na? Sorry. Das heißt, die Menschen anzuziehen, indem du eben wertvolle Postings machst. Ich möchte dir einen Tipp mitgeben: In den letzten Tagen hat sich eine neue Funktionalität entwickelt, die nennt sich ähnliche Beiträge, wie du das von Google auch kennst, aber auf Facebook. Nehmen wir an, jemand schreibt ein Posting über das Thema Online-Geld, Geld investieren. Wie mache ich das richtig? Und du schreibst auch ein Thema, also du schreibst auch über das gleiche Thema und kennst drei Relevanzkriterien, die man braucht. Jetzt stellt Facebook eine Relevanz, eine Verbindung her zwischen diesem fremden Posting und deinem. Achtung, dieses fremde Posting, das ist kein Freund von dir, das ist kein Gruppenmitglied, das ist kein Follower, gar nichts. Du kennst die Person nicht. Facebook sagt, das ist dein Beitrag, ist ein sogenannter verwandter Beitrag, und gibt deinen Beitrag unter dieses fremde Posting. Was glaubst du? Wie viele neue Leute, wie viele neue Kunden kannst du für
Bitpanda generieren. Ganz, ganz viele. Und damit hast du auch dieses Problem nicht mehr, dass dir die Referrals außerhalb von Deutschland sein müssen, weil es völlig egal ist, wo diese Person sitzt. Die dritte Erfahrung oder vielmehr die dritte Warnung für dich als Affiliate-Partner bei Bitpanda ist es, du weißt ja, du darfst im Affiliate-Programm von Bitpanda, darfst du in Suchmaschinen sogenannte PPC-Werbung Pay-per-Click nicht machen. Was bedeutet das? Du darfst zum Beispiel bei Google nicht das Wort Bitpanda schalten. Das ist klar, ist eigentlich üblich und finde ich auch so gut, aber die Suche ist genau der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Das heißt, wir haben hier auch eine neue Entwicklung bei Facebook, und zwar die Facebook-Suche. Millionen von Menschen weltweit, und da ist es auch wieder wichtig für dich, deutschsprachige Menschen, die außerhalb von Deutschland sitzen, suchen nach Möglichkeiten, die geben bei Facebook ein, wie kann ich mit Bitcoin Geld verdienen. Stell dir vor, du kommst ganz oben in den Suchbegriffen bei Facebook jetzt. Was würde da passieren? Hier musst du auch die Relevanzkriterien kennen, hier musst du ein paar Dinge wissen für den Aufbau der Gruppe und all das lerne ich dir unten im Training. Also unten der Link, da steht in 30 Tagen 110 Vertriebspartner. Es hat nichts damit zu tun, dass du jetzt Vertriebspartner akquirieren musst, sondern du kannst Kunden gewinnen für dein Bitpanda-Geschäft und trag dich dort ein, dann bekommst du den Zugang und dieses Training eben. Ja, ich hoffe, ich konnte mit den Warnungen oder Erfahrungen über Bitpanda helfen als Affiliate-Partner. Hau rein, es zahlt sich aus. Danke fürs Zuschauen. Rock it. Bye, bye. Ciao.